Vor genau einem Jahr wurde die Stiftung Leipzig hilft Kindern ins Leben gerufen und nach einem Jahr erfolgreicher, aber auch harter Arbeit trifft man sich wieder hier im Gewandhaus zum Benefizkonzert am ersten Adventswochenende. Alle Einnahmen dieses Abends gehen wieder an die Stiftung und damit auch an Projekte der Kinder- und Jugendhilfe hier in Leipzig. 45.000 Euro sind an diesem Abend zusammengekommen, eine schöne Summe zum Jahresende, ein gelungener Abschluss, aber auch ein gelungener Start in das neue. Ich bin sehr, sehr glücklich über das Ergebnis. In einem Jahr 171.000 Euro ausgeschüttet an Projekte. Also von Kindergarten bis zur medizinischen Versorgung, von sozialen Projekten bis zu klassischen Kinder-Jugendhilfeprojekten. Und ich finde, das ist ein ganz großartiges Ergebnis. Es ist immer gut, in der ganzen Welt zu helfen, aber auch wenn man in seinem eigenen Umfeld sich mal umschaut, da gibt es sehr viel zu tun. Und das wollen wir mit dieser Stiftung unterstützen. Nach dem Motto, Leipziger helfen Leipzigern. Wir haben jedes Jahr eine ganze Menge Bewerbungen und es gibt noch viele Kinderprojekte in dieser Region, die gefördert gehören. Es ist eine große Ehre für das Gewandhausorchester, das wieder tun zu können mit diesem Konzert zum ersten Advent. Wirklich große Prachtmusik mit vollem Orchester, mit Sonderblechbläsern, mit der Orgel, die mit dabei ist. Also wirklich so richtig was für Herz und Gemüt. Das erste Jahr ist so erfolgreich und die Resonanz auch in Leipzig und in der Umgebung von Leipzig ist sehr groß. Wir haben überhaupt keinen Grund, mit dieser wunderbaren Aktion aufzuhören. Und wir bedanken uns auch bei den Partnern, die mitmachen und jedes Jahr mit Sachleistungen, aber auch mit Geld dazu beitragen, dass etwas in die Kasse kommt, das wir dann weitergeben können.